Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sportflecht Fußball-Vlog. Wie immer parteiisch. Ja, parteiisch ist eigentlich auch das Stichwort. Wir werden relativ viel über die Eintracht diesmal haben, aber auch natürlich ein paar andere Sachen. Unter anderem fangen wir doch einfach mal mit den Transfers an, die also natürlich in aller Munde sind. Also Polter wechselt von Bochum nach Schalke. Also der Transfer ist in aller Munde. In meinem Ja, Mund war er bis eben nicht. also in Schalke und in Bochum bestimmt, aber Ja gut, das ist ja in dem Sinne auch kein richtiger Wechsel. ja, Also der muss ja noch nicht hat mal sich auf den umziehen Platz eigentlich. gesetzt und ist beim falschen Verein jetzt rausgekommen. So. Oder beim richtigen. Bleibt in Düsseldorf wohnen und ja, keine Ahnung, wo er wohnt, aber nein, aber macht für mich eigentlich aus Schalker Sicht auch wieder relativ viel Sinn. Sie brauchen einen relativ torgefährlichen Mittelstürmer. Polter hat in Bochum mehrfach gezeigt, dass er also weiß, wo die Kiste steht und knipsen kann. Daher denke ich mal schon, macht Sinn. Ja, also. Und ich gehe auch mal davon aus, dass er halt ein paar Euro mehr verdient auf Schalke als in Bochum. Gut, wie gesagt, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das Angebot für ihn stimmen wird. Ansonsten hätten er und sein Berater ihren Job verfehlt. Ob es Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, ich fand jetzt den Sturm in der zweiten Liga von Schalke jetzt nicht so schlecht. Also ich meine, und ich Oder? bin auch immer noch eigentlich der Meinung, dass wenn du Terodde mal dein Vertrauen aussprichst, dass das auch ein Stürmer für die erste Liga ist. Also das hat er ja, Nein, ich hätte fast nein. gesagt, nein, nein. Also da bin ich ganz, ganz anderer Meinung. Ich finde, der Terodde ist ein extrem guter Zweitligastürmer. Und wie gesagt, wenn du aufsteigen willst, musst du Terodde verpflichten. Aber komischerweise, egal wo er in der ersten Liga gespielt hat, hat es also definitiv nie irgendwo gereicht. Keine Ahnung warum. Ist halt so. Ich Vielleicht. sagte, wenn man ihm das Vertrauen Aber ausspricht, wie ich gesagt, hatte er hat jetzt ja aber auch nie in nie der ersten Liga gereicht. das Gefühl, dass ihm die Trainer hundertprozentig vertrauen. Gut, keine Also. Ahnung. Aber also für mich ist Terodde wirklich nicht der Stürmer, auf den ich in der Bundesliga auch jetzt setzen würde. Aber. Ja, gut, wenn es darum geht, auf welche Stürmer ich setzen würde, dann wird es eh relativ schwer. Also, ich finde, da laufen einige in der Bundesliga rum, wo ich nicht genau weiß, warum die sich Stürmer nennen. Tja. Ja, also gibt einige, wo du am Ende der Saison siehst, eine Vorlage und zwei Tore. Ja. Da soll es Abwehrspieler geben, die torgefährlicher sind. Ja. Wie gesagt, wir hatten ja auch so ein Prachtexemplar letzte Saison rumlaufen. Ja, ich gucke nicht nur auf andere Vereine, ich gucke auch auf unseren Heimatverein. Also. Jawohl, also immer noch getroffen ist in der Abstiegssaison Aldin Top mit einer Torquote von minus 1. Also ich glaube, das wird es wahrscheinlich in der Bundesliga auch nie wieder geben. Ja, aber da bis heute, glaube ich, stellen sich auch viele die Frage, warum er überhaupt gekommen ist. Ja, damals war ich eigentlich gar nicht so abgeneigt, aber wie gesagt, auch da hat es irgendwo aus irgendeinem Grund hat nicht gepasst. Weil eigentlich wusste auch der Aldin-Top, wo das Tor steht. Aber er hat auch davor ja in der Vorsaison gut getroffen. Aber in der Saison ging halt wieder gar nichts. Aber da haben wir ja auch, wenn wir schon bei Katastrophen im Sturm sind, nicht, wie gesagt, brauchen wir nur in der eigenen Haustür zu bleiben. Wenn ich damals an Gekas gedacht habe, wenn ich ja auch Amanatidis, die haben zwar alle irgendwo mal getroffen, aber dann auch wieder längere Phasen mal überhaupt nicht. Ja gut, also bei Amanatidis, ich glaube, der hat sich auch irgendwann mehr mit seinen Haaren beschäftigt als mit dem Fußball. Also. Gefühlt als Eintracht-Fan, wie gesagt, das wurde dann natürlich nach hinten rein besser, war eigentlich nach der Ära Yeboah Andersen bei mir nie wieder einen Stürmer gehabt, der wusste, wo das Tor steht. Wie gesagt, letzte Zeit war es dann besser, aber bis eigentlich zu der berühmten Büffelherde haben wir da wirklich ein Sturmproblem. Ja, du Zumal, also vergisst Herrn Alex war Meier, ja zu dem der Zeitpunkt als Torschützenkönig wurde. Alex Meyer als offensiven Mittelfeldspieler immer noch gesehen habe, nicht als Stürmer. Ja, trotzdem, er wurde aber immerhin Torschützenkönig. Ja, wie Mit gesagt. einer atemberaubenden Quote. Gut, es gab aber in der Saison keiner, der mehr traf, selbst der Herr Lewandowski nicht.
wo ich mir auch gedacht habe, das hätte er relativ locker schaffen können, aber. Ja, wenn du dir anguckst, wie er Lewandowski in den letzten Jahren trifft, hätte er Schon damals erstaunlich. schon so gespielt, hätte er 5 Spiele gebraucht. Ja, So. schon erstaunlich, ja. Gut, aber sagen wir mal so, wenn wir schon bei den Bayern sind, natürlich auch, gut, es war ja jetzt keine große Überraschung, jetzt ist es ja offiziell, Mané in München. Ja. Jetzt stellt sich halt nur die Frage, mit oder ohne Lewandowski, wobei also heute ja Salihamidzic gesagt hat, er geht 100% davon aus, mit Lewandowski. Wie gesagt, ich meine, die Thematik mit Lewandowski, ich glaube, da wird auch ein bisschen sehr viel hochgespielt. Also ich glaube, die Punkte sind klar. Die Bayern wollen ihn nicht hergeben, was man verstehen kann. Mehr Quote. Sich einfach nur angucken, wie viele Tore der Mann schießt. Der Punkt ist auch der, er wird so, wenn er bleiben muss, wird er so auch in dieser Saison schießen, weil, wenn du dich erinnerst, wir haben im Winter eine WM. Ja. Da kannst du dir das nicht erlauben, dass du sagst, nee, ich lege jetzt mal 4 Monate beim Bayern die Füße auf den Tisch und kick Ich nicht glaube, mehr. er ist auch der Typ nicht. Also das muss man einfach im Prinzip. Ich hätte fast gesagt, Und Lewandowski zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch jede Transferperiode und trotzdem bringt er seine ja, Leistung. und wie gesagt, und er und sein Berater haben halt geäußert, sie wollen unbedingt weg, wobei man natürlich auch das nicht alles für bare Münze nehmen muss. Wenn du die Aussagen von Lewandowski mal verfolgst, dann war eigentlich Real Madrid sein Wunschverein. Jetzt ist es angeblich der FC Barcelona. Also da kann ich dir nur sagen, für mich als Real Madrid-Fan ist das ein Schlag ins Gesicht, wenn ich jetzt auf einmal sagen würde, ich ziehe ein FC Barcelona-Trikot an. So, also deswegen nehme ich jetzt also dieses ganze Tamtaram, was da so fällt, nehme ich auch so gar nicht mehr richtig wahr. Also das ist so für mich so. Ja, erzähl doch irgendwas, du willst eine neue Sprache lernen, bla bla bla. Es geht ums Geld, meine Kind, meine Güte, sag's doch einfach mal ehrlich, es geht ums Geld. Die Bayern bezahlen jetzt relativ schlecht, dafür sind sie ja auch bekannt. Also, Ja. wenn du irgendwo in der Liga kein Geld verdienen kannst, dann bei den Bayern, das Ja, ist so. ist so, siehst du ja Ja. auch. Du musst denen ja jedes Jahr Sorge machen, dass die also wirklich um die Runden kommen, die armen Spieler, die da geknechtet werden. Ja. Und da kann ich das auch verstehen, dass er für 3,50 € mehr zu Barcelona möchte. Ist ja auch ein Verein, der für seine Zahlungsmoral einfach ganz vorne in der Reihe steht. Na gut, Hat du ja musst keine natürlich. Schulden. Nein, also kein Thema. Also die zahlen pünktlich und direkt. Und in Euro. Ich glaub, der FC Barcelona hat die ausgedehntesten Ratenmodelle, die es überhaupt nur gibt. Ich glaube, da kann jeder Finanzberater noch was lernen. Also was die drauf haben, da wird jeder Banker. Nein, nein, aber du musst natürlich Ja. sagen, Barcelona ist natürlich von den Lebenshaltungskosten deutlich günstiger als München. Also. Deswegen muss man da mehr verdienen, oder was? Deshalb muss man da mehr verdienen. Nein, man hat natürlich für die 3,50 € auch noch mehr. Okay. Ja, gut. Ich bin eh am Überlegen, ob ich für Herrn Lewandowski mal ein Brötchen schmiere und es nach München schicke. Ja. Ja, vielleicht Dass kann er die Sabine ja einfach mal packt. dein Wassereis rüber, dein Stiel, Stangeeis rüber schicken. Ist Nein, wie gesagt, Nothilfe also Bayern. nein, der Punkt ist der, die 2 Varianten sind jetzt geklärt. Ich glaube auch, das Basta ist nicht so, wie das Basta so eigentlich zu übersetzen ist, sondern wenn der FC Barcelona, keine Ahnung, irgendwo sich an die Dumme schießt. Straße stellt und noch ein bisschen Geld zusammenbettelt, dann könnten sie Chancen haben. Aber man muss natürlich auch sagen, das, was ja bisher kolportiert wurde, diese 32 oder 33 Millionen, tut mir wirklich leid. Dafür kannst du einen Lewandowski auch nicht ziehen lassen. Also nicht bei den Preisen, die teilweise für andere Spieler gezahlt werden. Ja, Also. vor allem, wie gesagt, haben wir ja schon mehrfach auch gesagt, wenn du einfach gegenrechnest, um die Quote, die Lewandowski hat, wieder fast sicher wiederzukriegen, musst du um die 100 Millionen ausgeben. Also. Aber die Sache ist die, ob nun Lewandowski bleibt, habe ich ja schon gesagt, da wird er seine Tore weiter schießen, allein schon wegen der WM. Und wenn er nicht bleiben sollte, mache ich mir um den Angriff von den Bayern so 0,0 Sorgen, weil noch einmal Mané ist jetzt dazugekommen. Dann haben sie den Müller, der
nicht nur Vorlagen gibt, sondern auch Tore schießt. Dann haben sie einen Gnabry, der nicht nur Vorlagen gibt, sondern Tore schießt. Dann haben sie Kingsley Coman, dann haben sie Sané, Musiala. Dann kommt aus der Tiefe heraus, verirrt sich auch mal ab und zu der Herr Goretzka zum Kopfball nach vorne. Und ich glaube auch der Zirkse, wenn man ihn vorne einbaut und er hat die Leute um sich rum, wird er seine Tore machen. Weil wenn du dir seine Quote jetzt anguckst, dann zeigt er, dass er es ja werden könnte. So. Also deswegen meinen wir weder in der einen Variante noch in der anderen Variante um den Angriff der Bayern wirklich Sorgen, weil dafür steht einfach zu viel Klasse auf dem Platz. Ja. Irgendeiner wird dann da schon immer das Türchen treffen. Ich denke auch mal an Choupo-Moting, wie gesagt, wie du schon ja aufgezählt hast, den Nebenleuten ist dann auch durchaus in der Lage, den Ball zu netzen. Also. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Du hast auch noch einen Choupo auf der Bank sitzen. Also, was weiß ich, und höchstwahrscheinlich habe ich irgendwelche Spieler da sogar noch vergessen, die da rumlaufen. Ja. Ja, also deswegen, ja, auch selbst der Kimmich strahlt ja eine Torgefahr aus. Und deswegen, also, Wir machen uns um die das Bayern ist keine Sorgen. so, für mich so uninteressant, ob der Herr Lewandowski bleibt oder geht. Ja. Nee, ich wollte eigentlich auch mehr so, wo du Mané siehst, auf welcher Position. Außenstürmer. Ich Außenstürmer. sehe Mané nicht als Neuner. Nee, also praktisch dieselbe Rolle, die er in Liverpool auch spielt. Die gleiche Rolle, die er in Liverpool spielt, die gleiche Rolle, die er für seine Nationalmannschaft spielt. Er ist nirgendwo der klassische Neuner. Gut. Aber Ich dann, glaube auch, er wäre auf der Neun übrigens verschenkt, mit dem, was er alles mitbringt als Spieler. ja. Gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. München. Gut, dann muss ich wirklich sagen, haben wir ja Bundesliga-Rückkehrer. Auf einen freue ich mich wirklich. Ist eigentlich lange, lange mein absoluter Lieblingsspieler gewesen. Hat mir auch wirklich wehgetan, dass er gegangen ist. Jetzt läuft er wohl, oder jetzt ist es sogar sicher, wieder für Dortmund auf. Also Sebastian Haller ist wieder zurück. Ach so, ich dachte, du redest die ganze Zeit über mich. Ach, schade. Nein. Ich habe dich jetzt auch nicht so unbedingt als kopfballschwarzes Ungeheuer vor dem Sturm gesehen. Ja, Ungeheuer, Kopfball ja. geht bei mir. Aber wie gesagt, mit der Farbkrämer ist, glaube ich, bei dir nicht hin. Da können wir dich noch so lange in die Sonne stellen, das wird einfach Nee, nichts. ich werde rot. Ich werde rot. Nee, Ich habe aber. dieses berühmte England-Rot. Oder Hesse. Erst weiß, dann rot, dann wieder weiß. Ja, nein, ja, ich freue mich auch, dass er zurück ist. Ich verstehe zwar nicht, warum er zu dem Verein gewechselt ist. Das muss er für sich alleine klären. Aber da haben sie es, denke ich mal, einen richtig guten Fang gemacht. Nur wenn sie glauben, das ist der Ersatz für Haaland, dann liegen sie falsch. Ein ganz anderer Spielertyp, aber wie gesagt, aber es ist dieser wuchtige zentrale Zielspieler, den du vorne natürlich im Sturm brauchst. Aber er braucht, Genau. also allein kannst du ihn nicht stellen. Das hast du ja in Frankfurt gesehen. Er braucht also wirklich links und rechts einen, wo er im Prinzip mitspielen kann. Genau, Was wie auch, gesagt, beziehungsweise also. hast du auch bei Ajax gesehen. Also, Ja, wobei, also wie gesagt, nein. Wie aber da siehst du gesagt, auch. haben guten Move gemacht, indem sie ihn geholt haben. Aber wenn ich halt irgendwo höre, als Ersatz für Haaland, nein, das nicht. Weil er einfach ganz, auch wenn sie beide über 1,90 groß sind, ist er ein völlig anderer Spielertyp. Und er interpretiert Stürme auch anders. Wie gesagt, das wissen wir hier aus Frankfurt am besten am Ende des Tages. Hat er mit den zwei anderen Büffeln harmoniert, weil er mit denen im Endeffekt die Bälle hat tropfen lassen. Ja, er war der Zielspieler und hat sie dann wunderbar verteilt. So. Nee, aber was mich ein Aber bisschen. Dortmund hat natürlich genug Qualität um ihn herum. Also wenn Herr Reus mal fit ist, zum Beispiel. Ja, die 5, 6 Spiele, die er dann macht, läuft's. Denn das, ich weiß nicht, also mir tut er eigentlich immer wieder leid, aber weil eigentlich ein überragender Fußballer, aber eine Krankenakte, da ist deine ja noch kurz dagegen. Boah, boah, boah. Also ich muss sagen, er macht das immer sehr zentral, eigentlich auf die gleichen Stellen. Ich habe wenigstens meinen ganzen Körper durchverletzt. Du hast das alles probiert, ja gut. Nee, aber das ist das Einzige, was mir, wenn du mal bei Haaland auch mal guckst, da siehst du mal, wie bekloppt damals die Zahlen auch, weil wir überlegen, wir haben ihn für 50 Millionen nach West Ham transferiert. Die haben ihn, glaube ich, für 23
zu Ajax und jetzt geht er für 37 zu Dortmund. Also, und er ist nicht schlechter geworden, im Gegenteil, ich finde, er ist eigentlich noch stärker geworden. Ja, wir hatten dazwischen auch sowas wie eine Pandemie. Gut, aber bei manchen anderen ist das kein Thema gewesen. Ja, aber ich glaube, bei dem einen oder anderen Verein ist es aber wirklich ein Thema. Ja. Und ich würde auch mal sagen, dadurch, dass ja unsere deutschen Vereine unter dieser 50 plus 1 Regelung stehen, ist es bei deutschen Vereinen sowieso ein Thema. Also da kann man diese 2 Jahre Pandemie einfach nicht mal so fröhlich wegstreichen, weil der berühmte Scheich oder amerikanische Milliardär kommt nicht um die Ecke. Ja, nee, es war ja schon erstaunlich gut. Auch Ajax ist natürlich jetzt nicht der, der mit Scheichmillionen um sich wirft. Aber wenn du halt einfach mal siehst, wie im Prinzip die Zahlen variieren, das ist schon interessant. Ja gut, Ajax steht halt für die Ajax-Schule. Ja. Immer schon. Ich meine, auch die Bayern haben sich ja jetzt zweimal bei Ajax bedient. Das generell ist Man natürlich. United hat sich beim Trainer bedient, also Ja. Ja, und und trotzdem, das du macht, wirst aber sehen. das macht Ajax seit Jahrzehnten. Ja, und das wollte ich gerade sagen. Und du wirst sehen, nächstes Jahr sind sie trotzdem in einer Riesentruppe unterwegs. Ja, weil du von klein auf das System kennst. So einfach ist es. Gut, dann sind wir jetzt auch langsam bei uns. Logischerweise, wir haben natürlich ja auch einen Bundesliga-Rückkehrer, der durchaus für Schlagzeilen gesagt hat. Ich sage ganz ehrlich, wie ich das Gerücht das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, jo, Jungs, hört auf zu saufen. Es bringt nichts, nur weil die zwei sich auf Malle getroffen haben. Wechselt Götze nicht nach Frankfurt? Gut, jetzt ist es amtlich. Mario Götze Echt? ist nach Frankfurt Der gewechselt. Deal wurde im Bierkönig festgemacht? Ich Krass. wurde nicht mehr gut festgemacht. Ja. Ich hab auch immer so eine Ahnung, wenn ich die Eintracht-Verträge so sehe. Jetzt weiß ich auch, warum der Klasner direkt nach dem Europapokal da war. Der hat einfach die Location gecheckt und das vorbereitet schon alles. Ja, jetzt ist es. Ja, gut, das haben damals schon die Engländer gemacht, um ihre Schiffe. Besatzungen voll zu kriegen. Anscheinend hat die einfach das System jetzt übernommen. Ja gut, jetzt sage ich so ganz ehrlich, guck dir unseren Präsidenten an, wenn er bei RTL die Interviews gegeben hat, dann weißt du, dass wir sehr, sehr viel auf Mallorca unterwegs sind. Deshalb, also, nee, aber Spaß beiseite. Ich finde, es ist ein sehr, sehr interessanter Transfer. Ich glaube auch, dass es passt. Ich glaube, Frankfurt kann Götze so diese heimische, familiäre Wohlfühlatmosphäre geben, die er ja irgendwo braucht. Und er soll nicht mit dir, ich meine mit der Mannschaft. Ah nee, du weißt, ich glaube, Götze hat, wenn er sich wohlfühlt und wenn er fit ist, hat er, glaube ich, überragende Qualitäten. Der Hype, der immer um ihn gemacht war, war mir immer zu groß, weil ja, er hat 2014 dieses eine Tor geschossen, aber auch da ist immer so bei mir, aber bitte beleuchtet doch mal die ganze WM. Ja, die Da war war er relativ nämlich für mich bescheiden. ein Ersatzspieler. Ja, gut, er hat Ja. angefangen, war schlecht, ist rausgekommen und war nur noch Ersatzspieler. Das Ja, ist also ja eigentlich die Wahrheit dahinter. er hat dieses Tor geschossen, dafür ist ihm auch ein Großteil der Deutschen dankbar. Das wird auch immer in seiner Vita stehen, aber er war jetzt bei der WM 2014 nicht der überragende Spieler, wie er teilweise gemacht wurde. Er hat großartige Qualitäten, dazu muss er fit sein, dazu muss er sich scheinbar auch wohlfühlen. Ich hoffe, dass er das hier in Frankfurt findet. Dann kann das was werden, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn er nicht direkt funktioniert, dass der Herr Glasner genug Alternativen mittlerweile hat, weil ja, das Gefühl bei uns wird ja mittlerweile jeden Tag irgendwie ein Spieler verpflichtet. Ja, also im Moment, ja gut, sagen wir mal so, ich habe vorhin noch mal ein bisschen Gerüchte durchgeguckt. Da sind natürlich auch Aberwitzige wieder dabei, aber ich bin jetzt vorsichtig mit aberwitzigen Gerüchten. Wie gesagt, das Götze-Ding hat mich jetzt auch, sage ich ganz ehrlich, auf dem falschen Fuß erwischt. Gut, also jetzt in Portugal bedienen wir uns nicht. Noch einmal, die Klausel steht bei 100 Millionen. Ja, Also, gut, du musst eins, da muss man dann das durch wird der jetzt Grosche sagen. nicht drücken können. Die Portugiesen haben immer sehr, sehr, sehr interessante Klauseln in den Verträgen stehen, ist ja auch okay.
Ich glaube es auch nicht, weil auch die realistische Summe, die du wahrscheinlich für den Herrn Weigel auf den Tisch legen musst, weit weg von dem ist, was wir normalerweise bezahlen. Eben, also noch einmal, ja, der Krösche mag ein guter Verhandler sein, das hat er bisher ja anscheinend bewiesen, aber wenn der Portugiese sagt, ich will 100 Millionen, dann werden wir nicht bei 3 Millionen rauskommen. Ja. Interessant ist natürlich auch die Personale Alario als weiteren Stürmer. Eine sehr gute Verpflichtung. Bin ich auch. Sage ich ganz ehrlich. Ja, das Wenn ist du dir auch. anguckst, wie viele Spiele er für Leverkusen gemacht hat und wie viele Tore er gemacht hat, Ja, in den paar Spielen. Das ist große immer Frage, die. warum der eigentlich in Leverkusen mehr Bankspieler als Startelfspieler war. Ja. Deshalb, also das ist Wir werden sehr, es sehr. jetzt vielleicht bald wissen, warum er Ja. eher auf die Bank gehört. Das wird sich zeigen. Das ist ja immer im Prinzip. Ich sage ja immer, jeder Wechsel ist Chance und Risiko. Du hast natürlich immer die Möglichkeit, dass der einschlägt. Es kann aber auch sein, aus irgendeinem Grund, dass er sich nicht wohlfühlt. Was auch immer. Keine Ahnung. Wie kann man sich in Frankfurt nicht wohlfühlen? Ja, das ist auch mit. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Deswegen wohnst du ja nicht mehr hier, Affe. Es gibt halt andere. So. Zum Wohnen ist es halt woanders schöner vielleicht. Nein. Nee, nee. Nee, aber ich finde also, außer wenn man jetzt die Kombination, keine Ahnung, ob jetzt noch was da passiert, aber wenn du jetzt mal Sturm anguckst, Boré, der neue von FC Nantes, dessen Namen ich wahrscheinlich im Laufe der Saison noch tausendmal höre und immer wieder vergesse. Frag bei unserem OB nach, der kann bestimmt auch ganz gut aussprechen. Ja. Und Alario finde ich, ich glaube Nuami, aber ich bin mir da, ich muss, keine Ahnung. Also, und Alario ist natürlich, finde ich, sind wir jetzt im Sturm wirklich nicht schlecht besetzt. Nein, vor allem angeblich kriegen wir noch einen kleinen Argentinier auch. Ja, Castro, das soll eigentlich auch mehr oder weniger fix sein, das hat noch nichts unterschrieben, muss man jetzt, aber. Deswegen. Aber jetzt willst du dich doch ganz allmählich auch zu dem Abgang des Tages irgendwie äußern, Ich oder? wollte gerade sagen, natürlich kommen wir nicht drum rum. Auch das hat mich doch sehr überrascht heute Mittag, wie ich es mitgekriegt habe. Aber gut, ich sage das, was ich eigentlich auch bei meinem Fanclub im Rahmen gesagt habe. Sportlich ist es verkraftbar. Bin ich auf deiner Seite. Wie gesagt, Wie gesagt, ich finde, nichts. Hinti ist ein klasse Spieler. Aber. Auch er hatte seine Schwächen. Er hat auch nicht diese überragende Saison gespielt, wie sie jetzt plötzlich am Ende dargestellt worden ist. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, hat er ja auch mit so als Gründer angeführt. Im Herbst hat er mal ganze Zeit auf der Bank gehockt, hat Hasebe gespielt, obwohl er fit und gesund war. Er ist eigentlich nur reingekommen, weil sich da Hasebe verletzt wieder hat. Man muss dann sagen, okay, dann hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt. Beginnt eigentlich mit dem Barcelona-Spiel. War dann die restlichen Spiele rein auf die Europa League bezogen, weil die Bundesliga war ab da eh nicht mehr so wichtig, gut. Aber es ist eigentlich für eine Gesamtsaison mit den vielen Spielen eigentlich zu wenig, um zu sagen, er hat eine gute Saison gespielt. Wie gesagt, er hat eine ganz durchschnittliche Saison gespielt, die eher auf der internationalen Bühne stattgefunden hat als im Alltagsgeschäft. Ich finde, er ist ein super Typ. Jetzt außer da seine komischen Äußerungen da, was weiß ich wohin. Das lassen wir jetzt mal weg. Da waren wir auch alle nicht dabei. Wir wissen nicht, wie weit er das wirklich weiß, wer da wo in welcher Partei irgendwie rumschwirrt. Das interessiert mich auch nicht großartig. Ansonsten muss man sagen, ein super Typ, einer, der auch wirklich mit den Fans kommuniziert hat. Deswegen verstehe ich auch, dass die Fans jetzt höchstwahrscheinlich ihn extrem vermissen. Aber sportlich gebe ich dir völlig recht, sportlich wird er für uns kein Verlust sein. Ja. Ja, wie gesagt, was ich im Prinzip menschlich muss man Und mich mal. interessiert dann am Ende des Tages leider das Sportliche. Ja, ich, Und ja gut, nicht, ob du mit denen nach dem Spiel gut feiern gehen kannst. ja, nein, mehr, was mir an Hindi eigentlich, was ich persönlich an Hindi eigentlich wirklich gemocht habe, war, dass er halt, sagen wir mal, in sich eine ehrliche Haut war. Vielleicht kommen da auch diese ganzen Irritationen rund um den Hindi-Cup zustande, dass er einfach ja, seine Meinung sagt und auch zu seiner Meinung steht. Vielleicht auch teilweise halt das Falsche sagt. Aber sagen wir mal so, was mich, wenn du seine ganze Karriere betrachtest,
Was mir damals imponiert hat, war Salzburg. Salzburg wollte ihn unbedingt nach Leipzig transferieren. Oder Leipzig wollte ihn unbedingt haben. Dann darf ja Salzburg auch nicht mitreden. Aber der Hini hat gesagt, nö, ich bin kein Stück Ware, das hier zwischen Vereinen hin und her geschoben hat. Ich mache das nicht. Und ist nach Ja. Augsburg gegangen. Wie gesagt, ihn Und als auch da Mensch, immer alles länger okay. geschaut, immer ehrliche Aussagen, immer auch zu seinen Aussagen gestanden, auch wenn sie vielleicht nicht so jedem geschmeckt haben. Findest du im modernen Fußball mittlerweile sehr, sehr selten. Deshalb sage ich ganz ehrlich, da wird mir ein bisschen was fehlen, aber sportlich, und das ist das, was uns ja im Endeffekt interessiert, ist er Ja. ersetzbar. Wie gesagt, sportlich ist das eine und das ist das, was für mich zählt. Da sage ich, wenn er geblieben wäre, wäre okay. Aber ich glaube, es wäre auch schwer für ihn geworden, sich wieder für die Mannschaft zu qualifizieren für die erste. Weil Glasner stufe ich nicht so ein, dass du irgendwelche Erbhöfe hast, sondern da zählt, glaube ich, wirklich nur die Leistung. Und da glaube ich, wäre es für ihn schwer geworden. Deswegen ist der sportliche Verlust für mich wirklich überschaubar. Menschlich gebe ich dir völlig recht. Ich mag das, dass einer seine Meinung sagt. Und wie ich ja gesagt habe, wir waren alle nicht dabei, was da jetzt am Ende passiert ist. Deswegen erlaube ich mir da auch gar kein Urteil. Ich stufe ihn aber auf jeden Fall auch nicht so ein, dass er dieser Partei angehörig ist, um die es hier jetzt geht. Und am Ende kann ich ihm nur wirklich jetzt dann für dieses Privatleben, was er jetzt dann anstrebt, weil die Karriere ja zu Ende ist offiziell, kann ich ihm nur alles Gute wünschen. Ja. Und Viel Erfolg mit ich seiner hoffe, er macht Entscheidung. weiter trotzdem jedes Jahr sein Hinti-Cup, weil ich finde, das ist gut, dass Spieler oder ehemalige Spieler solche Projekte auch weiter verfolgen oder fördern. Und am Ja, Ende des Tages kommt ja irgendwann mal aus dem Hinti-Cup ein nächstes Talent zur Eintracht. eben. Wie gesagt, ich wünsche ihm auch viel, viel, viel Erfolg mit seinen Projekten, die er ja alle hat. Unter anderem ja, würde er ja gerne auch Bergretterflieger werden und ja, seine Kneipe. Nee, da möchte ich ihn nicht haben. Also, nee. Da möchte ich ihn nicht wiedersehen in seiner aktiven Rolle, aber ich finde es einfach auch gut, dass sich einer für seine Region zu Hause engagiert und deshalb wünsche ich ihm alles gut. Wie gesagt, vielleicht immer zweimal gucken, mit wem man sich einlässt, so als Tipp am Rande. Und Ja, gut. ansonsten, wie Noch gesagt, einmal. viel, viel Noch einmal. Erfolg. Ich finde, da wurde auch sehr, sehr viel jetzt von oben herunter, so in der Richtung. Ich glaube, wir haben alle in unserem Leben, die alle eigene Firmen führen, schon mal auch Geschäfte mit Leuten gemacht. Wo man besser die Vielleicht auch Kreuzung den macht. Wahlzettel an dem, das falsche Kreuz beim Wahlzettel machen. Also Ich sollte sage man immer. immer vorsichtig sein mit den Äußerungen. Generell. Gut, ja. Dann sind wir eigentlich für heute durch. Die Bundesliga hat uns dann doch die Woche das Thema genommen, wo ich eigentlich darauf eingehen wollte, aber das ist egal. Wir haben ja noch eine Woche Zeit, bis es, oder wir haben sogar, glaube ich, noch 2 Wochen Zeit, bis die Damen-EM losgeht. Morgen Testspiel gegen die Schweiz. Wenn es interessiert, könnt ihr schon mal reingucken, wieso unsere Mädels drauf sind. Und Ja, ja, dann top. schauen wir. Was? Was ist mit dir los? Die sind top drauf. Ich gehe aber davon aus, Europameistertitel geht nur über uns. Aber da werden wir uns dann nächste Woche mal wirklich ein bisschen mit auseinandersetzen. Ja, hat das wieder dein Vater gesagt? Nein, noch nicht. Mein Vater schweigt. Ja, dann, sorry, Ich lasse mal die Lars, Sabine dann. tippen. Ich lasse mal die Sabine tippen und dann mal gucken, was rauskommt. Gott. Vielleicht hat sie ja bei Frauenfußball mehr Ahnung als bei Männerfußball. Oder meinst du, einmal Bayern-Fan, das ist dann einfach vorbei mit jeglichem Fußball-Sachverstand? Ja, du musst ja gucken, in welcher Phase ihres Lebens du Sabine erwischt. Sie weiß ja nicht genau, ob sie Bochum-Fan oder Bayern-Fan ist. Ja, oder Wattenscheid, das ist ja jetzt auch so. Jetzt, wo sie wieder Ja. aufgestiegen sind. Ja, und letzte Saison ist er auch ganz kurz nach Regensburg abgedriftet, also. Ja, und ihre Bremer sind ja wieder da. Na gut, sie hat ein großes Herz und das Bienchen. Passt viel rein. Und im Finale hat sie mit der Eintracht sogar mitgefiebert, Ja, was mir sehr gut. Also unangenehm war. ich glaube, da war sie nicht allein. Da hat also wirklich halt Deutschland, um nicht zu sagen, also bis so 2, 3 Regionen wahrscheinlich, die uns absolut nicht leiden können, jeder mitgefiebert. Ach komm, ihr selbst die auf der anderen Main-Seite finden uns doch geil. So. Ja, die sagen es nur nicht laut. Alles klar. Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir hören uns am Montag wieder zur Telco. Und daher, schönes Wochenende. Schwitzt nicht so viel.